Waggon aus. So, willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard. Ich hasse Hunde. Wir sind auf. Schaltet sie ab. Ich mag mich auch. Aber wenn es nicht anders geht. Eindringlinge! Haltet sie auf! Sie rufen um Hilfe! Lässt sie auf! Du schmeißt eine Granate nachher, ja? Wenn man Scharfschützen dabei hat. Verstehe ich nicht. Bewegung! Alle rein ja, da! Ja, ich muss das mal nachhalten. Ich muss den Scharfschützen ausschalten. Siehst du mal, der Dixie kommt aus einer. Verdammter Mist, ich sehe nichts! Komm schnell raus! Aufgepasst! Ach, Mann. Tut kaum. Oh, ein Stress hier. Na los, Leute! Lass mich hier drauf. Ich pumpe die Tür da links. Ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Such den Kommando rauf. Das muss er sein. Jackson, die Tür. Jo, mach die Tür auf. Oh, Scheiße. Da ist ja diesmal Hakenkreuze drin. Haben eine heiße Party verpasst. Ich war wohl ein eiliger Arsch von YouTube. Phoenix. Wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Jo. Gehen wir. Diese schweren Schreibtische. Batscheiben. Wir geben euch vom Steg aus Deckung. Und sucht nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns oder wir lassen euch hier. Weiterfeuern!
ins Westennest gestochen. Wenigstens gibt diesmal kein Minenfeld. Alter, der hat ein Salto gemacht. Wir haben keine Zeit mehr. Das U-Boot liegt gleich ab. Scharfschütze, runter! Infanterie auf offenem Feld. Au. Beeilung, sonst Alter, ich hab grad mal daneben geschossen. Bewegung! Ja, ich brauche auch Munition, Mann. Ich kann doch nicht ohne hier rumlaufen. Los, wir brauchen diese Papiere! Ja, ja. Das ist das U-Boot im nächsten Dock. Wir sind nah dran. Unser Trupp ist auf dem Steg. Ich sehe sie. Nicht schießen. Sonst verlieren wir die Dokumente! Alle Nazis tot! Sie haben die Kiste auf das U-Boot verladen! Gebt uns Deckung! Gehen an Bord! Viel Glück, Leute! Ich suche uns einen Weg hier raus! Da ist die Luke! Jetzt geht es! Was ist denn da eigentlich? Ist das ein Schrot? Oh, tatsächlich, das ist ein Schrot. Richard, gib Brückendeckung! Novak, du gehst voran! Suchen wir die Kiste und verschwinden. Ab zum U-Boot, Kaper. Deckung! Deckung! Beseitige sie! Okay, ich kann was noch holen. Du bist okay? Ja, ja. Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Bleib bei mir. Werfe Granate! Gesichert! Erledigt! Hier, die Kiste sieht nach Dokumenten aus. Da ist die Kiste. Novak, du bist der Safe-Knacker. Ja, dann gehen wir zum Weg. Arthur, die Sirenen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate, Achtung! Au.
Russen. Pretunculus. Australia. Und auch du. Tu es schon. Nun, wie köstlich. Du hältst dich für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren. Beethovens Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf Danege etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor! Bitte, fahr fort. Du bist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. Oberst, nein! Um euch, Stefan, zu geben, was ihr verdient! Alter, was geht denn ab, ey? Scheiße, ist der Stuhl stabil? Und ist weg. Den Rest in den Laster. Fuck, Alter. Leute sterben, wenn das Kommando Mist baut. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team setzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Наше Ego сегодня сильнее пострадало. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt? Friesinger! Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Hey!
Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Merci. Alle mal herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen! Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen. Erobert die Kasematten! Sprengt die Artillerie! Zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid! Okay, jetzt geht es. Wir kennen das ja. Aufstehen! Einklicken! Bereit halten! Wir sehen uns an! Keine Ausrüstung. Nein, hier ist keiner. Ach du Scheiße. Da ist so Luftabwehrgeschütz. Eine 8-8. Hol mich runter! Das hast jetzt aber mein Kumpel hier. Kann ich deine Wumme haben? Danke. Boah. Warum muss das aber so knapp sein? Scheiße. Lieutenant Captain Carlson. Alter. Du weißt nichts Nützliches für mich dabei? Nein, sieht nicht so aus. Ein Schuss. Geiler Scheiß. Der hat keine Munition dabei.
Ja, zu der Windmühle da, der brennende. Oh. Oh, Scheiße. Nein, hier ist niemand. Ich hab nämlich nur einen Schuss. Dann ist Schluss. Schnell die Woody holt. Komm schon, Woody! Ah, ah. Oh. Ah. Achtung, Granate! Ach, Scheiße. Arsch, Geige. Aua. Ey, ihr wart gerade weggefahren. Warum? Kamt ihr wieder? Scheiße. Soll ich vielleicht ein bisschen besser schleichen? Oh. Kann ich nicht. Ha. Ich muss da lang, da sind Gegners. Vielleicht hätte ich. Du siehst mich nicht. Ich bin hier im Dreck. Fuck, ich hab einen Schuss, Alter. Einen Schuss. Sollte vielleicht echt leise sein. Ich glaube, ich stech die Typen lieber ab. Zeit gucken. Alter, diese Schein. Oh, meine Kameraden mit dem Fallschirm. Wie geil ist das denn? Da steht einer. Da steht noch einer. Das war knappo. Oh, bei dem LKW gab es gerade was, das will ich mir noch angucken. Geiler Scheiß. Ich lasse die Typen am besten leben und verpiss mich in den Keller. Und dort müsste ich so langsam meine Aufnahmepause machen. Dann metze ich die zwei noch schnell nieder. Ah ja, cool. Oh, Arsch, das war von vorher. Oh, ab in den Keller.
Am besten schleichen. Ah. Wo bist du? Du sag gerade. Siehst hier auch wieder gar. Hä, wo ist der Typ? Schießt er da durch den Boden, der Arsch? Naja, dann halt nicht. Boah, aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.